herzlich willkommen, Leute, zurück zu Fußball Manager 18 in der Köln-Karriere. Wir haben in der letzten Folge das Weiterkommen in der Champions League klar gemacht und ja, jetzt geht es Richtung Wolfsburg. Wir wollen heute die Meisterschaft klar machen oder wir könnten die Meisterschaft so ziemlich klar machen gegen Wolfsburg, denn ich glaube, rechnerisch wäre es sehr schwierig, wenn wir jetzt gewinnen, für die anderen uns noch einzuholen. Ich meine, wir haben jetzt 11 Punkte auf Wolfsburg und lass mich nicht lügen, Mathe, 13 Punkte auf Dortmund. Wenn wir jetzt gewinnen, dann kann uns in den letzten 4 Spielen weder Dortmund noch Wolfsburg einholen. Das heißt, theoretisch müssten wir, rechnerisch müssten wir nach diesem Spiel, wenn wir jetzt gegen Wolfsburg gewinnen, Meister sein. Ja, und von daher würde ich sagen, Leute, wir gehen heute mit unserer absoluten Stammelf rein, ja. Hoffen das Beste, haben Vertrauen in die Mannschaft und machen das, ja. Wenn wir nämlich jetzt die Meisterschaft schon klar machen, im April, das wäre halt richtig krass. Das wäre halt wirklich richtig krass, jetzt schon die Meisterschaft klar zu machen. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Sehr, sehr zuversichtlich. Und Leute, nochmal eine ganz kleine andere Sache. Tut mir leid, dass ich momentan nicht auf Kommentare eingehe. Aber ich versuche jetzt wieder so ein bisschen in den Rhythmus reinzukommen, dass ich die Sachen vorher aufnehme, also im Voraus, dass ihr pünktlich eure Folgen habt. Und ich da nicht so den Überstress habe, jeden Tag aktuell aufzunehmen. Ja, weil mir ist das wichtiger, dass ihr eure Folgen habt, als dass ich jeden Tag auf Kommentare eingehe, sage ich mal. Deswegen kommen die Folgen pünktlich jetzt. Ja, aber und ich gehe halt nur noch einmal in der Woche auf Kommentare ein. Ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Gut, ich würde sagen, Leute, gehen wir rein gegen Wolfsburg. Ich bin, obwohl, kann ja noch einmal weitergehen. Ich bin richtig heiß auf das Spiel. Alleine, weil wir heute die Meisterschaft klar machen können. Vermeintlich leichte Aufgabe für uns. Wolfsburg, natürlich eine sehr, sehr starke Mannschaft. Alles ganz, ganz klar. Wir können gerade mal drauf gucken. Sie haben die letzten 2 Spiele gewonnen. Sie haben halt auch gegen Stuttgart und gegen Hamburg gewonnen. Aber wenn sie gewonnen haben, sehen wir hier 3-0, 3-0, 3-0. Ja, wenn sie gewinnen, dann gewinnen sie wirklich haushoch, kann man schon sagen. Und da ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Dann hat Matthias auch noch momentan eine übertrieben gute Saison. Ja, seit die den haben, hat der ja 9 Spiele gemacht und 9 Tore geschossen. Da müssen wir ganz, ganz krass drauf aufpassen. Und nichtsdestotrotz, ne, ich meine, nicht zu unterschätzen. Letzte Saison waren sie nur 6, aber davor sind sie Meister geworden. Und sie haben halt auch den Pokal geholt. Ist eine sehr, sehr starke Truppe, gegen die wir da spielen. Absolutes Topspiel heute. Ich würde sagen, wir gehen rein. Unsere Mannschaft ist topfit. Wir sehen das hier. Die Leute sind auch langsam wieder frisch. Ich meine, wir haben hier die übertriebene Dreifachbelastung momentan. Wir merken es gerade in den letzten, also in diesem Monat merken wir es echt hart, dass wir die Dreifachbelastung momentan haben. Aber nichtsdestotrotz, unsere Mannschaft macht das schon. Wir gehen rein in das Spiel, in das so wichtige Spiel in dieser Saison. Bis gleich. Herzlich willkommen, Leute, zum vielleicht wichtigsten Heimspiel diese Saison. Wir spielen gegen den VfL Wolfsburg. Die Mannschaft weiß Bescheid, es ist das wichtigste Spiel dieser Saison. Ja, es geht um die Meisterschaft. Ja, wir können die heute klar machen. Ich hoffe, wir werden sie klar machen. Frühes Tor vielleicht sehen. Jetzt Schuss von Mirino aus der Drehung, geht am Tor vorbei. Leider nichts draußen geworden. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass die Mannschaft das heute sehr, sehr gut machen wird. Und ich hoffe halt einfach auf ein gutes Spiel. Sascha nimmt den Ball nach Vorarbeit von Mirino schön mit, zieht ab. Semper ist blitzschnell unten, hat den Ball sicher. Also hier, gutes Spiel vom Keeper der Wolfsburger. Der hier schon zweimal musste er nicht parieren. Einmal musste er parieren. Semper verschätzt sich, unterläuft den Ball. Heinz geht auf Nummer sicher, klärt zur Ecke nach der Flanke von Lars. Ja, also ein bisschen Nervosität und ich habe gerade irgendwie so ein Viech auf meinem Bildschirm sitzen. Ich nehme wieder nachts auf, Leute. Und wir wissen, Licht zieht die Viecher an. Impact geht wunderbar an Maduloni vorbei. Schaut kurz, zieht ab. Semper ohne Abwehrchance. 1-0 Impact. Er macht den Meister. Wir wissen es. 23. Tor. Wir haben auch mit Kai Grabau einen Weltklasse-Schiri. Und ich hoffe, er wird seinen Job gut machen. Wunderbar
Eichhorn vernascht auf rechts Malassia. In der Mitte passt er auf Lars und der schiebt aus 5 Metern ein. Wunderbar. Sehr, sehr, sehr geil. Und nein, der stand im Abseits und der Treffer wird nicht gegeben. Was eine bittere Kiste. Das wäre das ganz schnelle 2:0 gewesen und da wäre das Ding hier eigentlich schon fast durch gewesen. Jetzt haben wir ein 1:0. Und Mireno verletzt sich. Und wir haben nur Hector dabei. Nein! Ist nicht schlimm, dass wir nur Hector dabei haben. Ich wollte aber Dings mitnehmen. Ich wollte aber richtig gerne eigentlich ID mitnehmen. Ich hab's verkackt. Jetzt Hector rein. Ja, natürlich auch jemand, der immer wieder zeigt, dass er eigentlich richtig gut ist und dass wir ihn öfters einsetzen sollten. Aber momentan hat er halt nicht wirklich, bei der Qualität, die wir eigentlich haben, hat er nicht wirklich eine Chance. Nächste Möglichkeit, Daniel mit einem Übersteiger auf den Flügel. Flanke kommt hoch und weit genau auf die Brust von Impact. Der legt ihn sich schön vor, schießt den trockenen Schuss in den Winkel. Semper hebt hilflos die Arme. Impact 2:0. Er macht den Meister. 11. Vorlage von Daniel, 24. Tor von Impact, der hier heute wieder richtig in Torlaune ist. Und er denkt sich einfach nur, Leute, ich mach das. Ich mach euch zum Meister. Geil. Impact steht völlig frei. Flanke von Daniel schiebt trocken einen Hattrick. Lupen rein, meine Freunde. Meine Damen und Herren, er macht's. Lupen rein. Bam. 25. Tor Impact. Vorlage wieder Daniel. Traumduo, sage ich. Wolfsburg hat nichts mehr zu verlieren. Wir spielen das Ding hier wieder so überragend. Vor allen Dingen Impact mit seinen 3 Toren. Wunder, wunderbar. Da lassen wir heute nichts anbrennen. Und Wolfsburg kommt kurz vor der Halbzeit auch nochmal zu einer Chance. Dupont hindert hier, aber erfolgreich am Flanken. Alione klärt zur Ecke. Ich bin heiß auf dieses Spiel. Richtig, richtig geil. Richtig gute erste Halbzeit. Impact, ultra gute Chancenverwertung. Hätte eigentlich schon 4 Tore haben müssen. Sollen, aber stand ja leider am Abseits. Oder war das Tor? Welches Tor wurde nicht gegeben? War es von Lars? Nee, Lars sein Tor wurde nicht gegeben. So. Lars sein Tor. Impact nimmt den Pass an der Strafraumgrenze an. Blitzschneller Doppelpass mit Sascha. Abwehr schaut nur zu. Impact vollendet wunderbar in die rechte untere Ecke und er macht sogar seine 4. Bude in einer Halbzeit. Wie krass ist der denn drauf? Der denkt sich heute, Leute, heute zeige ich euch, warum ich Weltfußballer bin zur Hölle. Er macht 4 Buden in einer Halbzeit. Wenn er jetzt noch eine macht, dann holt er sogar Tobias vom Thron, der momentan die meisten Tore in einer Partie hat. Ja, und wenn das mal nicht krass ist, 4 Buden in einer Halbzeit, ich weiß es auch nicht, Leute. Ich weiß es auch nicht. Keine besondere Stimmung ist festzumachen. Hector natürlich mit einem schlechten Selbstvertrauen. Ist aber nicht schlimm. Ich denke, würde auch so seine Leistung bringen im zentralen Mittelfeld, im defensiveren zentralen Mittelfeld. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Wanyama muss vielleicht noch ein bisschen besser ins Spiel reinkommen, genauso wie Lars. Ist vielleicht ein bisschen frustriert, dass dann eines Tor nicht gegeben wurde. Aber heute ist kein Platz für Frustration, Leute. Wir schießen die hier heute so krass ab. Zweite Halbzeit, go. Ja. Zweite Halbzeit, go. Sehr, sehr geile Sache. Sehr, sehr geile Kiste. Und da ist man unzufrieden. Ju kommt rein für Madaloni. Da ist man sehr, sehr unzufrieden bei Wolfsburg. Finde ich aber gut, dass man unzufrieden ist. Und Wanyama holt sich hier die gelbe Karte. Ich denke, das schreit er auch nach der Auswechslung. Schöne Kopfballverlängerung von Hector auf Impact. Der wurde aber von Malassia ins Abseits gestellt. Von daher keine große Möglichkeit. Wir lassen unsere Leute auf der Bank schon mal aufwärmen. Haben ja noch 2 Wechsel. Und ich glaube, dass Impact heute die 1 hat. Oder die Spieler des Spiels, das ist jetzt schon außer Frage. Schuss kommt wie ein Strich. Semper reagiert erst gar nicht. Und da ist das Tor noch von Lars. Das 5:0 hat er sich auch. Nee, von Sascha. Sascha wird von Lars wunderbar angespielt. Sascha macht hier den Strich aus 20 Metern. Geil, auch er mit seinem Tor. Wunderbar, ich habe mich verlesen. Geiler Kommentator hier, würde ich sagen. Malassia geht auch noch raus. Heizenberg kommt rein. Da ist man heute absolut unzufrieden mit sich selbst. Und wir zeigen, warum wir da oben sind, außer Konkurrenz. Und ballern hier einfach mal den zweiten weg. Sascha von der Strafraumecke aufs kurze Eck. Semper reißt beide Fäuste hoch, rettet zur Ecke. Gönnt doch dem Impact noch ein Tor. Ein Tor noch von Impact und dann bin ich wunderbar zufrieden. Wenn der hier 5 Buden in einer Partie macht. Nicht, dass ich es Tobias nicht gönne. Aber das würde einfach nochmal Impact in unsere Geschichtsbücher des Vereins einschreiben. Impact schießt hart von der Seite aufs
kurze Eck. Semper reißt beide Fäuste hoch und wieder klärt er hier zur Ecke. Ich denke, wir werden gleich mal Wanyama auswechseln. Gelbe Karte. Impact kommt unbedrängt. Er kommt bedrängt von Heinz zum Kopfball, verfehlt das Tor um einige Meter. Und Impact immer wieder präsent, ja. Immer wieder präsent. 5:0. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn, was wir hier für eine erste Halbzeit gespielt haben. Die Spieler sind heiß, wollen die Meisterschaft. Stendera kommt problemlos an Wanyama vorbei. Olaf kann retten. Und ich denke, das ist unser Zeichen, dass wir Wanyama jetzt mal rausholen. Als nächste Alternative kommt dann Tim rein. Wolfsburg auch jetzt schon dreimal gewechselt. Sieht aber nicht nach einer Besserung aus hier. Auch Ju, der reingekommen ist, frisch mit der 6. Also da gibt es heute nicht viel oder gut Kirchenessen bei Wolfsburg. Sie kriegen jetzt aber mal eine sehr, sehr gute Chance. Matthias versucht es gegen Olaf mit einem Heber. Ja, 2-3 Meter zu hoch. Versucht da einfach mal. Sie haben ja eh nichts mehr zu verlieren. Von daher gar kein Thema, dass er das hier einfach mal versucht. Und jetzt verletzt sich auch noch Ehret. Bauchmuskelzerrung. Ganz, ganz blöd hier das Spiel für Wolfsburg. Aber umso schöner für uns, muss man ganz klar sagen. Sie haben auch dreimal gewechselt. Das heißt, sie sind jetzt in Unterzahl, kriegen trotzdem nochmal die Ecke. Kurze Variante von Duda. Legt auf für Matthias. Der zieht aber übers Tor drüber. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt nochmal. Bring mal noch Fabian rein für Sascha. Der hat ja auch ein sehr starkes Spiel gemacht. Ist müde langsam. Olaf kann parieren. Die nächste Möglichkeit für den Konter. Jetzt haben auch wir unsere drei Wechsel vollzogen und ich bin echt hyped, Leute. Bin so hyped auf diese Mannschaft. 5:0 gewinnen wir hier gegen den Zweitplatzierten der Liga. Wahnsinn. Selbst wenn Impact jetzt kein fünftes Tor mehr macht, ist es auch vollkommen okay. Ja, er hat heute alles gegeben. Dröngle verliert den Ball gegen Ulrich. Lars bekommt den Ball, dessen Flanke bekommt der freie Impact auf den Kopf und netzt unhaltbar aus kurzer Distanz ein. 6:0, fünftes Tor von Impact in dieser Partie. 27 Buden hat er jetzt schon gemacht in dieser Partie und allein, also in dieser Saison und alleine heute 5. Was ein krasses Spiel. Vermeintliche Abseitsstellung von Impact wird zurückgepfiffen, war gleiche Höhe. Er hätte sogar nochmal sein 6. wahrscheinlich gemacht. Ich bin absolut baff. Absolut baff. 5 Buden von Impact heute nochmal. Und wenn das mal kein Spiel für eine Meisterschaft war, dann weiß ich auch nicht. Und es sollte eigentlich rechnerisch, wenn ich Mathe noch kann, sollte es eigentlich rechnerisch nicht mehr möglich sein, uns einzuholen. Wir haben gewonnen. Wir sind jetzt 14 Punkte auf den zweiten Platz weg, haben noch 4 Spiele offen. 3, 6, 9, 12 Punkte macht das. Wir sind Meister. Haben uns dann heute, denke ich, zum Meister gekürt. Ich weiß nicht, warum das nicht kommt. Sind es 14 Punkte? Es sind 14 Punkte. Und 3, 6, 9, 12. Ja, eigentlich sollten wir jetzt Meister sein. Wir gehen in den Abbericht, Leute. Was ein absolut krasses Spiel. Vor allen Dingen Impact. Absoluter Man of the Match. Julian natürlich auch mit der 1 in der Defensive und Olaf mit der 2. Ganze Mannschaft war heute top. Aber wir müssen Impact hervorheben, der seine eiskalte Spielweise vor dem Tor heute nochmal unter Beweis gestellt hat. Ich glaube, nach so einem Spiel gibt es keine Zweifel mehr über Impact. Sehr, sehr geil. Nachbericht. Freunde, was war das heute? Wir haben Wolfsburg komplett zerpflückt oder sollen wir eher sagen Impact? Sollen wir eher sagen, Impact hat Wolfsburg heute komplett zerpflückt? Nein, es war eine Mannschaftsleistung. Die Vorlagen kamen ja auch. Ja, also es war heute eine absolute Mannschaftsleistung. 6:0 gegen den VfL Wolfsburg. Wir hatten heute sogar eine Teamstärke von über 1000, Freunde. Eine Teamstärke von über 1000. WTF. Über 1000er Teamstärke. Das habe ich bis jetzt nur ganz, ganz selten erreicht. Ganz, ganz, ganz selten. Also das ist echt etwas, was man sehr, sehr selten sieht, finde ich. Ja, wir sind eigentlich Meister, kann man sagen. Oder wir sind Meister. Vorzeitig. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wenn es totaler Mumpitz ist, dann werde ich es gleich wahrscheinlich sehen. Wir gewinnen heute 6:0. 6:0 gegen Wolfsburg. Impact auch Man of the Match. Ich glaube, da brauchen wir uns heute nicht drüber streiten. Wir hatten 10 Chancen. 9 Schüsse generell. 8 davon aufs Tor. 6 davon waren drinne. Easy. Ganz, ganz easy. Mit Abstand die beste Mannschaft heute.
Beste Spieler Impact hat nochmal seinem Konto der Torschützen oder des Torschützenkönigs heute 5 Buden oben drauf gesetzt. Scorer auch nochmal 5 oben drauf. Und ich denke, ja, 7 Tore ist ein krasser Abstand. Und er hat heute dann auch wieder gezeigt, ne, mit seinen 5 Buden, die er einfach gemacht hat, er hat gerade eine 94. WTF, Freunde. Also wenn Impact am Saisonende keine Aufwertung bekommt, dann Cheat, ne? Cheaterei hier. Dann möchte der Fußballmanager es einfach nicht. Echt krasser Boy. Ich habe selten so einen krassen Spieler gehabt in meiner kompletten Laufzeit im FM. Selten. Ganz, ganz selten. Und er hat sogar schon wieder fast seine Einsätze mit Toren aufgewogen. Wahnsinnstyp. Fairplay sind wir und wir sind immer noch die fairste Mannschaft. Mirino leider 2 Wochen verletzt. Das heißt, die nächsten 2 Wochen dann Eidi in der Startelf. Ist natürlich jetzt blöd. Gerade, wo wir ihn am dringendsten eigentlich brauchen, verletzt er sich. Nicht so cool, aber wir gehen damit um. Und wir sind vorzeitig Meister. Sehr, sehr geil. Das heißt, auch in der Liga wird jetzt komplett rotiert. Sehr, sehr cool. Wir sind Meister. Wir haben es geschafft. Cool. Sehr, sehr, sehr cool. Vorzeitig im April Meister geworden. Wahnsinn, Freunde. Wahnsinn. Wir haben es klar gemacht. Wir sind deutscher Meister. Und da ist WhatsApp auf dem Handy sogar noch an. Wahnsinn. Wahnsinn. Da ist sogar noch, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Da ist einfach nochmal WhatsApp auf dem PC an. Sehr cool. Habe ich mal gerade ausgemacht. Nice. Und wir haben die Meisterschaft klar gemacht. Hier wird es nochmal gezeigt. 19.04.2025 macht der erste FC Köln die Meisterschaft klar. Sehr, sehr nice. Also ich denke, die Meisterschaft in diesem Jahr war auch sehr klar. Ja, wir haben durchweg wunderbar gespielt. Mirino Jochbeinbruch fällt da aus. Zufriedenheit mit unserer Arbeit. Natürlich sehr cool. Sehr, 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 sehr nice. Ja, und mit so einer Leistung sind wir hier auf jeden Fall on top. Haben wir immer noch eine Stärke von über 1000? Nein, haben wir leider nicht. Warum nicht? Warum nicht? Guckt euch mal an. Guckt euch mal unsere Mannschaft an. WTF. Wow. Einfach nur wow, diese Mannschaft. Ich bin absolut baff. Absolut hin und weg. Nino geht erstmal raus. ID kommt rein. Und ich glaube, die Meisterschaft, die wird noch nicht gefeiert. Ja, wir halten das. Wir halten uns bedeckt. Wir feiern, wenn die Saison vorbei ist. Denn wir haben jetzt noch die nächsten Spiele, die kommen, sind noch richtig, richtig schwer. Ja, wir müssen jetzt aber diesen Push, den wir jetzt bekommen haben, müssen wir einfach mitnehmen. Auch gegen Real Madrid, gegen die Bayern in der nächsten Folge, Leute. Das wird nochmal richtig schwer. Denn da kommt es jetzt nochmal darauf an, dass wir tagesaktuell wirklich on point sind. DFB-Pokal gegen die Bayern. Auch wenn die Bayern in der Liga nicht so stark sind, sind sie immer noch eine richtig starke Mannschaft. Und das darf man hier nicht vergessen. Eine alte Mannschaft, aber eine starke Mannschaft. Sehr, sehr interessant. Wir haben eine Stärke von 970 aktuell. Und ich würde sagen, Leute, mit dieser Mannschaft gehen wir auch rein in die nächste Folge gegen die Bayern und rotieren gegen Leverkusen in der Liga. Denn da ist uns jetzt eh alles egal. Ja, und schauen wir mal. Da werden wir auch wieder Baumann einsetzen. Der braucht auch mal wieder Einsatz. Und Hector wird spielen. Und generell, vielleicht nehmen wir auch ein paar Leute aus der zweiten Mannschaft mit in den Kader für die Ligaspiele, um da mal vielleicht den ein oder anderen auch in der ersten Mannschaft zu sehen. Ja, wenn er sich in der zweiten Mannschaft verdient hat. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Was war das für eine krasse Folge heute? Impact. Ja, wir können gerade mal gucken. Wo sieht man das denn nochmal? Karriere? Rekorde. Da steht immer noch Tobias. Da steht immer noch Tobias. Also Impact hätte wirklich 6 Tore schießen müssen, damit er hier drin steht. Aber wir wissen, Tobias und Impact, beide erfolgreichsten Torjäger in einem Spiel. Beide mit 5 Toren. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig krass, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Guckt euch diese Mannschaft an. Es ist einfach nur krank, was wir gerade für eine starke Mannschaft haben. 970er Stärke. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Und selbst Olaf durch die gute Form, durch die gute Moral, gerade auf einer 80. Ja, die Saison, glaube ich, angefangen mit einer 73 oder so. Und hat sich so krass weiterentwickelt. Durch die gute Form jetzt auch nochmal. Ich bin hyped, Leute. Diese Mannschaft ist einfach so ultra, ultra, ultra geil, ja. Ultra geil. Und aktuell ist sogar nur noch einer auf dem Platz, der nicht aus unserer Jugend war. 2 mit Wanyama. Richtig stark.
Können aber auch für das Leverkusen-Spiel, da jetzt Tim durch bessere Form besser ist als Wanyama, können wir auch Tim spielen lassen. Und jetzt haben wir wirklich nur noch einen auf dem Platz, der nicht aus unserem Verein ist. Echt Wahnsinn. Gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Haut da rein. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur übergeil. Ciao.